Ja, es geht um Einzüge in LibreOffice, den Writer. Hier schalten wir erstmal die Steuerzeichen ein. Hier sieht man dann leicht einen grauen Kasten. Das ist praktisch der Seitenrand und die Absatzmarken werden eingeblendet. Wenn ich jetzt die Einzüge erhöhe, dann rutscht dieser Text weiter nach innen. Dazu muss der Cursor sich nur in diesem entsprechenden Absatz befinden. Der Absatz geht immer von Anfang bis Absatzmarke oder hier Absatzmarke bis Absatzmarke. Also ich positioniere hier den Cursor, dann sage ich hier entsprechend Einzug erhöhen und der Text rutscht nach rechts und ich kann aber auch den Einzug wieder vermindern. Das gleiche funktioniert auch hier, allerdings hier kann ich praktisch die erste Zeile von diesem Absatz einrücken und wenn ich unten schiebe, dann kann ich praktisch den gesamten Absatz einrücken. Das Ganze kann ich hinten ebenfalls machen. Ich stelle es mal wieder zurück. Ich kann aber auch über das Menü arbeiten, also Format, Absatz. Und dann hier Einzüge, Abstände. Und dann kann ich hier entsprechend den Einzug auch einstellen. Ich kann also hier jetzt sagen, der soll genau 1,7 cm sein. Hinter dem Text kann ich den ebenfalls einziehen. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. So, jetzt ist hier also dieser Einzug mit 2,7, hier 1,7. Dann schauen wir noch mal rein. Absatz. 2, 3 hat man und erste Zeile, das wäre praktisch dieses obere Dreieck gewesen. Hier könnte ich das ebenfalls einziehen, dass praktisch die erste Zeile nochmal weiter eingerückt wird. Also praktisch dann noch einmal um 1,5 cm. Hier war die Einstellung 1,7. Ich mache es nochmal auf. 1,7, das ist also dieser Abstand und 1,5, da hält man diesen Abstand. Ja, was kann man hier noch einstellen? Man kann hier einmal den Absatzabstand noch einstellen. Also praktisch der Abstand hier nach oben und der Abstand hier nach unten. Ich also den unteren Absatz erhöhe. Dann rutscht dieser Text weiter nach unten. Genau. Und wenn ich jetzt oben das entsprechend eingestellt hätte, dann würde dieser Absatz nach unten rutschen. Also jetzt habe ich hier 1 cm, 1 cm und dann habe ich hier natürlich hier entsprechend diese Abstände. Mal schauen, was noch hier drin ist. Ah, der Zeilenabstand. Hier kann ich natürlich auch sagen, die Zeilen untereinander sollen eine halb oder doppelten Abstand bekommen und dann sieht das Ganze so aus.